Und zwar habe ich heute mich wirklich aufgeregt, so aufgeregt, dass ich fast geplatzt bin in meinem Kopf, weil ich es so furchtbar finde. Und zwar gibt es jetzt in Hörsälen, das ist jetzt wirklich kein Scherz, das sind keine Fake News, die erste Uni sperrt ungeimpfte Studenten aus. Ich habe das gelesen, habe gedacht, das ist jetzt wirklich nicht deren Ernst. Also man hat ja schon die letzten Wochen und Monate Sachen gehört, wo man gedacht hat, das kann ja nicht passieren in einer aufgeklärten Gesellschaft wie der unseren. Jetzt ist es soweit, die erste Uni sperrt die ungeimpften Studenten aus. Es ist die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und die führt ab Montag die 2G-Regel ein und lässt ungeimpfte Studenten gar nicht mehr in die Hörsäle rein. Für mich ist es ganz klar, wir dürfen auf gar keinen Fall in Deutschland eine Impfpflicht haben. Aber wenn ich sowas höre, haben wir sie ja schon längst. Eine Impfpflicht ist aber völlig konträr zur Freiheit. Und ich weiß, dass dieser Satz jetzt einen gewissen Pathos beinhaltet. Aber wer für die Impfpflicht ist, ist gegen die Freiheit.